Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Nun, ich möchte euch folgendes präsent zeigen. Guck mal, ich habe es endlich hingekriegt, habe mein Fahrrad fertig und jetzt ist alles so viel einfacher. Es ist wirklich, es wird vieles einfacher werden, denke ich. Ach, das macht mich so froh. Das macht mich so froh, ganz ehrlich. Weil, ah, warte mal, ich sollte vielleicht Eisen. Ich guck nochmal aus. Ein bisschen was zum Reparieren brauche ich. Kann ich jetzt zur Not wieder einschmelzen, das ist ja nicht das Problem. Aber jetzt mit dem Fahrrad wird alles viel, viel einfacher, ne? Ach, ist es nicht herrlich. Es ist so schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So schön ist das. Ja, wir sortieren mal kurz eben in unser Inventar hier. Was wollte ich denn machen? Ich wollte eigentlich Duct Tape machen. Klebeband. So wichtig heutzutage. So, damit ich dann den Kleber verwerten kann. Hier ist auch noch ein bisschen Kleber zusammengekommen. Wird da immer noch was gemacht? Nein. Kann ich eigentlich ausmachen. Zack. Das Ding können wir dann auch irgendwann mal. Warte mal, was brauche ich denn für Reparaturkits? Braucht's Klebeband und geschmiedetes Eisen. Da bin ich ja froh, dass wir da so ein bisschen was da haben. Dann mach mal. Und den Rest schmeißen wir hier wieder in die Kiste rein. Knochen? Ja. Steine? Nö. Schrotzenmunition brauche ich hier nicht. Zack. Weg damit. Leder kann ich auch wieder zurückschmeißen. Brauche ich auch nicht. Hier mal 2300 Dukes habe ich. Die kann ich auf jeden Fall hier mal reinpacken. Nein. Das muss ich noch lernen. Und zwar, das kommt auf jeden Fall schon mal da rein. Dass die immer dabei sind. Dass da schon mal keine Verwirrung aufkommt. Was zu essen kann ich machen. Zu essen. Und zwar... zack. Rezepte, Speck mit Eiern. Und gekochtes Fleisch. Kochen. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. In anderthalb Minuten geht's hier los. Dann hoffe ich doch, dass die neuen Nachbarn sich mal zeigen hier. Wir werden dann gleich schon mal Stellung oben beziehen. So, das heißt, könnte ich noch einen aufwerten. Zack, siehst du mal. Das ist alles, was uns quasi von den Zombies trennt. Ich könnte natürlich hier die Tür dann noch zumachen. Aber wir wollen sie ja herzlich empfangen. Also von daher machen wir das Ganze halt nicht. 30 Schuss für die Blunderbuss habe ich noch. Das ist jetzt nicht mehr so das meiste. Ich habe einen Molotow-Cocktail mal verbraten. Das hattet ihr ja in der letzten Folge gesehen. Für den einen Bären. Ich habe in der Zwischenzeit mich dann nochmal von einem Berglöwen befreien müssen. Auch das hat ganz gut geklappt. Und ja. Jetzt kann eigentlich die Horde kommen. So viel sollte es nicht werden. Ich bin jetzt vom Game Stage, bin ich jetzt ein aufgerückt. Wahrscheinlich, weil ich jetzt mein Fahrrad habe. Wahnsinn. Ah. Naja, auf jeden Fall. Gucken wir mal, was denn da so los sein wird. Und dann mal schauen. Wisst ihr Bescheid? Komm schon, zeigt euch. Irgendwo ist irgendwas. Ich höre doch irgendwo wen.
No. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen getäuscht habe. Vielleicht, dass ich irgendwas gehört habe, was gar nicht da ist. Passiert schon mal. Oder ich gucke einfach falsch. Auch das kann mal passieren. Ja. Da ist jetzt nicht das meiste los. Nö. Ist nicht so, dass ich ein bisschen nervös bin oder so und hier im Kreis laufe. Nein, wo denkt ihr hin? Das muss so. Aber das hier ist ja auch dann quasi dem Untergang geweiht. Ne? Ich werde dann komplett umziehen, werde ein paar Mal mit dem Fahrrad hin und her fahren und den ganzen Schiss dann neu sortieren und dann halt auch da dann anfangen, weiß ich nicht, so einen Kill-Corridor zu bauen oder irgendwas, ich weiß es noch nicht. Da gibt es ja diverse na sag schnell, Varianten, Modelle, wie auch immer ihr es nennen wollt. Können eigentlich hier noch einen Durchgang machen. Guck mal, 10 Minuten noch. So, so ist schön. Hoffe ich, kriege ich das alles schnell genug nachgeladen hier. Oh, es geht los. Ui, 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 ui. Wo sind denn die fiesen Nachbarn? Von wo kommen sie? Hallo? Ah, da kommt einer. Hallo. Ach, Mensch. Ihr armen Teufel. Lass doch meine Verteidigungslinie in Ruhe. Hallo. Sind Sie der mit dem Kopfschuss? Ach, die machen mir wieder alles kaputt, die Nachbarn. Oh, da ist wer. Da ist jemand auf meine Landmine getreten. Ja, guck mal, schön macht ihr das hier. Auch da hat jemand hier die Landmine gefunden. Ein Träumchen. Daneben. Es sind doch ein paar heute. Oh, ein Täschlein. Ja, randaliert mir aber ganz schön rum hier. Geht doch einfach über die Treppe. Du musst auch mit dem. So, da kommen noch. Oh, Big Mama. Hallo. Und noch eine. Bevor du stirbst. Lass mich dich anschießen. Krieg ich so ein paar Punkte. Und zack, weg ist er. Wollen wir mal so ein Gerät benutzen hier? Verdammt. Das war dumm. Das war dumm. Haha, und nichts zu trinken dabei, geil. Premium. So muss es laufen. Da haben wir noch ein paar. Oh, guck mal hier. Kundschaft. Wie cool ist das denn? Oh, guck mal. Die haben den Weg gefunden. Das freut mich doch. Jetzt klimpern die XP hier. Oh, der war daneben. Ja, das ist doch schön hier.
Hallo. Madame, lassen Sie bitte meine Basis in Ruhe. Das läuft doch hier. Ich dachte eigentlich, da kommen nicht so viele, aber ist doch ein bisschen was zu tun hier. Da nehmen wir auf jeden Fall nur die Nummer 6 hier. Na, duckt die sich weg. Ach, auch nichts geladen. Oh, Hunde. Oh, 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 oh. Alter, mach keinen Scheiß. Du bist durstig. Ja, 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 ja. Dann trinken wir doch mal einen Schluck. Irgendeiner hat da wieder meine. Ich brauche echt Flammerbass-Munition, das ist ja echt zum Heulen, ja. Eieieiei. Und ich kann immer noch flüchten, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Oh nein. Ich hab keinen. Geil. Oh, dann sollte ich natürlich auch treffen, das wäre natürlich super. Ich mache das jetzt anders. So, jetzt geht er erstmal ein bisschen warme Füße. Der letzte Schuss. Dann holt euch nochmal warme Füße. Ah, wieder clever gewesen hier. Oh, das war jetzt nicht die Welt. An Leistung von mir. Ich brauche definitiv Munition, ne? Munition, ganz toll. Teile. Aber meinst du, dass man eine Pistole da drin? Ernsthaft? Nichts, ne? Hier hinten noch irgendwas? Null. Ja, das war nicht viel, möchte ich sagen. Das war nicht viel. So. Hm. Schade. Schade, schade. Das ist nicht so viel. Den könnte man natürlich dann halt tragen. Dann können wir das verändern. Wir können dich rausnehmen. Wir können das machen. Ja. Verändern. Und dichter. Und abschließen. Was brauchen wir denn für Taschen?
Mod für Rüstung. Leder, Klebeband, mechanische Teile, Nähset. Und die Werkbank. Ja, super. Ich fahre da jetzt nicht hin. Das können wir mal reparieren. Auch ausschalten. Der ganze Spuk ist vorbei. Du kannst mal Rezepte, kochtes Wasser. So. Und dann haben wir wieder noch mehr Munition. Du kannst an einmal so da rein. Zack. 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 Die Molotov-Cocktails, die haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Kann man nicht anders sagen. Die reparieren wir. Das wird verkauft. Das reparieren wir. Wird auch verkauft. Das reparieren wir nicht. Das reparieren wir nicht. Das reparieren wir nicht. Das reparieren wir nicht. Obwohl, dann machen wir das doch. Könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein. Die können wir noch verkaufen. Das können wir zerlegen. Ballonbits. Okay, wir schon. Ja. Achso. Ne, dann lieber Rüstung. Obwohl, warte. Können wir reparieren. Ja. Bitch, Batsch, zack. Und tragen. Wie sieht's sonst aus? Können wir mal reparieren? Warte mal, genau, eine Dreier. Acht und ach, guck mal. Maximale Haltbarkeit ist ein bisschen höher, dann machen wir das doch. Und zwar verändern. Den raus. Den verändern. Den da rein. Abschließen. Und tragen. Jo. So, zwei Jahre repariere ich definitiv nicht. Das kauft niemand. Level 4 Blunderpass können wir mitnehmen. Trommelmagazin-Mod, ja, das ist auf jeden Fall noch was. Ich habe kein geschmiedetes Eisen mehr. Quatsch, geschmiedetes Eisen. Obwohl, warte mal, ich kann da sowieso. Ja, versuchen, so rauszukommen. So, dann können wir uns schon mal. Alter Schwede. Zack. Auf den Weg zu unserem Stützpunkt machen. Und da noch mal gucken, was wir doch. Ah, warte mal. Was wir noch verkaufen können. Hier. Das kommt noch mit. Das kommt mit. Und das kommt noch mit. Und den Rest, den holen wir dann irgendwann. Irgendwas? Nö. Hier irgendwas. Nö, doch, da war ich nicht. So. Und den Rest, den machen wir dann irgendwann so. Ausschalten. Ja, das können wir so lassen. Nehmen wir mal so ein Stack mit hier. Was zu essen. Haben wir, ne? Die Loot-Dinger, die hätte ich echt anziehen sollen. Und die können wir auch noch verkaufen. Da haben wir was zu essen. Da haben wir was zu essen. Das können wir hier oben noch reinpacken. Vitamine. Unten naschen. Warte mal, hier ist so ein Ei. Zack, das kommt auch weg. Das Glas kommt weg. Oh, jetzt wird alles so viel einfacher. Ich freue mich so, ey. Glaubt ihr euch gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht.
So. Erstmal Tür zu. Und auf geht's. Was habe ich jetzt in der Kartenansicht drin? Ne, den hätte ich gerne dann. So. Ein Träumchen. Boah, ey. Endlich, endlich Fahrrad, endlich mobil, endlich weg aus diesem Pissgebiet, ey. Muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Es war einfach scheiße. Und jetzt, guck mal, es hat 15 Tage gedauert, bis ich da rauskomme, ey. Unfassbar. Ja, irgendwie würde ich gerne noch mit euch zum Händler. Um einfach mal zu gucken, was der noch so im Petto hat. Aber der macht ja erst um 6 auf. Ich sag mal, 3 Minuten können wir noch mit dran klemmen, oder? Und dann gehen wir hier noch mal ein bisschen abchecken. Sagt die Map. Die Map sagt, fahren Sie weiter. Sie kommen auf jeden Fall dann dahin, wo Sie hinwollen. Gut, tun wir das. Hier, die Dinger, die räumen wir noch aus. Ey, wir können jetzt überall hin. Es ist ein Träumchen, ganz ehrlich. Ach, ich bin so froh. Ich bin echt so froh. Meter bis zum neuen alten Zuhause. Ich wollte einen Homestone basteln. Ja, der ist will. Gucken wir mal. Ah, hier ist zu. Irgendwo wohnt hier jemand. Was war das denn? Für ein Move. So. Da kommt schon mal keiner rein. Oh nein. Okay, das war doof. Egal. Da haben wir noch Motor, Generator. Wir haben schon schöne Sachen gefunden. Das sieht ja völlig außer Frage. Aber, ja, was soll ich sagen? Problem ist einfach, ja, sowas kann auch verkauft werden. Willst du wahrscheinlich nie nehmen. Wir haben so viel Zeug hier drin, ey. Das können wir alles dann schön schnappen und einschmelzen, BZW, verkaufen, 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 verkaufen. App und auf geht's. Wir wollen wohin? Händler Chen. Is the place to be. Zack. Und los geht's. Wo müssen wir hin? Da hinten. Wen haben wir denn da? Hallo? Junger Freund, wohin des Wegs? Sie kommen ein wenig spät, oder nach das vorbei. Gib mir mal noch schön einen mit, ey, Vogel. So.
Das sollte doch auch eine schnelle Loot-Aktion werden hier. Einmal kurz gucken. Papier. So, was hast du denn für mich? Was hast du für mich? Gib mir. Alteisenarmschienen. Schön. Habe ich die nicht schon in 4? Ja. Das ist toll. Nein, nüchter. Ich habe ihn aufgeweckt. Wohnt hier noch irgendwer? Hier kann auch keiner mehr wohnen. Ernsthaft. Guck mal, warum nimmst du nicht einfach den Weg hier? Hä? Hallo? Ja, aber wenigstens klopfst du. So, und bumm. Außerdem. Ah, nee, ist verschlossen. Da hast du natürlich recht. Das ist dann schwierig, da reinzukommen. Holzkohlegrill? What? Ach, guck mal, geil. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Wenn wir jetzt einen Grillrost bräuchten, was wir aktuell nicht tun. So, ich wollte, wo ist denn hier die Küche? Ich muss mir wahrscheinlich ein paar Frames basteln, um hier mal hoch zu hüpfen. Eine Ration. Da hat sich auch einer irgendwie was gebaut. Oh. Ach, schade. Da drüben war ich. Auf dem Dach wird nichts sein. Da ist nichts. Ihr könnt mal gucken. Das Ding haben wir. Da muss ich noch dran. Ansonsten war es das hier, ne? Hier nochmal gucken. Ein Tanktop. Munition, natürlich. Was zu trinken ist auch immer gut. Was zu essen noch besser. Ja, was haben wir hier? Das Klo. Oh, oh, hallo! Entschuldigen Sie. Oh, ey, warte mal, da sitzt ja einer. Witzig. Irgendwo geistert hier auch jemand rum. Ach, Mann. Wo waren sie denn umgehauen? Und weiter geht's. Row, row, row your bike. Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Schön in den Morgen radeln, so wünsche ich mir das. Kommen wir denn da überhaupt weiter? Ich glaube nicht, ne? Wir hätten wieder zurückgemusst. Aber da ist nicht viel. Da geht's auch noch nicht mal. Naja. Ja, noch 10 Minuten. Also, in-game. Bis die aufmacht. Bis dahin sollten wir auf dem Pfad der Tugend sein hier. Merke über das Flüsschen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich hier großartig niederlassen werde. Denn auch das ist hier irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Was? Ja, wieso? Ja, ja. Das ist auch wieder viel zu weit weg vom Händler. Die Missionen sind hier echt Mist. Wenn du überlegst, dass du hier, keine Ahnung, bis wohin immer fahren musst, ein Kilometer dahin, ein Kilometer dahin. Ich meine, jetzt wird's einfacher, klar. Da schafft man sowas auch mal am Tag hin und zurück und so.
Aber das war ja auf Dauer echt beschwerlich, ne? Ein kurzes Ladeleck. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt wesentlich einfacher geworden. Mit dem Zweirad. So, halbe Stunde haben wir um. Gucken wir doch mal. Reitstopp. Dann machen wir hier mal zu. Dann nehmen wir hier mal. Ach. Zack. Die nehmen wir mit. Die setzen wir auf. Und dann geht's los. Gucken wir zu 60 hier. Hallo. We've got the best prices in the wasteland. Ich hätte ja ganz gerne mal dein Inventar gesehen und möchte ganz gerne verkaufen. Das, 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 das. Das und das, 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 das. 4.300, das ist doch schon mal ordentlich. Jetzt zeig mir mal, was du hast. Zack. Bücher. Weil geil. Guck mal hier, kannst du direkt 12.000. Gefütterte Beinschienen. Jagdgewehr habe ich. AK-47. Das ist interessant. Für 400. Da muss ich nicht lange überlegen, glaube ich. Da brauche ich nicht lange überlegen. Drahtwerkzeug habe ich. Stahlhandschuhe, krass. Der große Kuh. Ja, ich finde Plündern Schmuck wertvolle Edelsteine. So, wir haben 4.300. Mal eben gucken. Große Rohre brauche ich nicht. Das brauche ich auch eigentlich alles nicht. Doppeltasche-Mod kaufen wir. Schießpulver. Was ist das? Nahkampf oder Fernkampf? Auch nicht bei Werkzeugen, okay. Schießpulver nehmen wir mit. 762. Oh, das ist teuer. Ne. Geschossspitzen brauchen wir nicht. Also, große Rohre Zementmischer. Oh, 5000, was? Verdammt. Obwohl, ja, wir sind jetzt eigentlich gut dabei. Silberklumpen, das sind von mir. Anderes Taschenlampe ist auch von mir. So, Rezepte brauchen wir nicht. Ja, die ist zu teuer. Ja, dann auf jeden Fall die AK. Der große Kuh nehmen wir auch mit. So, also. Thanks for letting me take Ja, care ja, of ja, you. ja, ja. And tell your friends. Zack. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, 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 ganz große Verbesserung. Die behalten wir. Die können wir noch verkaufen. Weg damit. Sehr gut. Boah, herrlich. Herrlich. Thank you so much. Ja, ja, Hey, ja, come ja. again. Ich komme auf jeden Fall wieder und du sagst mir was. Beseitige Zombies, abholen, vergrabene Vorräte. Ja, das nehmen wir. I Akzeptieren. thanks, hon. I knew you wouldn't let me down. Ja. 300 Meter kann man eben machen.
Warte mal. Nein, 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 so. Zack, also merke, nicht mit dem Fahrrad am Anfang, das bringt's nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, das reicht. Länge ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut. Ciao, ciao.